Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Heute machen wir mal wieder Trine 4. Dann schauen wir mal. Mhm. Geht schon wieder gut los. Hui, dunk. So. Hedge. Ja, Traum des Prinzen. So. Als ihn die Helden in den Tiefen der Burgruine in die Enge trieben, zerstörte Prinz Selius seinen Traumtalisman. Zur Überraschung unserer Helden verschwand der junge Prinz. Wortwörtlich. Aber niemand hatte damit gerechnet, dass Selius Magie auch die drei Helden mitreißen würde. Genau. So, also, jetzt sind wir hier. Teufel nochmal! Amadeus, wo zum Henker sind wir? Ich glaube, im Traum des Prinzen. Ja, dann... Ich bin kurz davor, diesen Jungen zu hassen. Selius Talisman hatte ihn an die Realität gebunden, aber mit seiner Zerstörung konnte er nun dieses Traumland betreten. Das ist doch die Burg von vorhin. Nur wieder aufgebaut. Entschuldigung. Was ist denn gedacht, hä? Na, leider kann man sich nicht gegenseitig. Es gibt kein PvP hier. Lass mich in Ruhe. Also, entweder. Nee, also. Hast du, ich bin durch die Tür gerade. Ich hab's aus Versehen verlassen. Meine Güte, was ist denn? Was machst du denn? Nein! Ja, wieso? Das geht doch. Kann man doch die. Ja, aber ich wollte das anders machen. Und nicht, dass das du den Ding. Das scheinen Traumportale zu sein. Ist es gefährlich, durch fremde Traumportale zu reisen? Ja. Kriegt der Prinz einen Dachschaden, wenn wir ein falsches Portal nehmen? Finden wir es raus. Warte mal, geht das auch? Cool. Okay, jetzt spielen wir also Portal. Aha. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß. Wie. Y. Ja, ich hab's gleich geklappt. Ich will doch. Du willst die Dinger einsammeln, ne? Ja. Im Prinzip dann wird er durch selber wahrscheinlich durch, ne? Verdammt. Warte mal. Ach Mann. Ich will eine neue. Ich will eine neue Kiste. Geh weg. Sehr gut an. Wie konntet ihr mir hierher folgen? Besitzt ihr besondere Kräfte? Wir wurden von unglaublicher, uralter Magie verzaubert. Eindringlinge! Raus aus meinen Träumen! Krieg ich das denn nicht? Wisst ihr, wie es dazu kommen konnte, Hoheit? Jetzt. Dachte ich mir. Du bist in einer Zeitschleife gefangen. Ich jongliere. Oh ja. Ne.
Jetzt noch nicht. Wohin? Könnte ich jetzt mal diese Kiste loslassen? Keine Ahnung. Kann ich. Achso. Genau. Ah, denn. Aha, warte mal. Ah. Okay. Moment, Moment, Moment. So. Irgendwie bin ich heute. Achtung, Achtung. Dü-dü-dü-dü. Ah, okay. Schwung. 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 Nein. Ja, ich brauche eine. Unter Umständen eine zweite Kiste, aber das ist. Aber nicht von mir. Wohin? Hier drunter. Nein. Hier drunter. Ja. Dann red mal Klartext. Ja, hier drauf, dass das hier drauf steht. Hier runter, dann. Da, auf dieser Kiste, danke. Mach's doch selber. Na, jetzt. Nein. Okay. Was ist das da oben? Geht's nicht, da geht's nirgends weiter, okay. Da wir in einem Traum sind, ist der undurchdringliche Nebel sicher eine Metapher. Unterdrückte Erinnerungen. Etwas, dem man sich nicht stellen kann. Oder vielleicht tritt in der Burg irgendwo Gas aus. Hä? Ah. Flup. Flup. Was tust du? Nimm keine Ahnung. Bin ich jetzt auch Magier? Jetzt bist du Magier. Das reicht nicht. Was? Ja, so ist besser. So? Ja. Das jetzt reicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Oh nein, ich hab mich. Wenn nicht, warte, kannst du dieses Seil zerschießen. Zerdingsbumsen. Danke. Kommst du? Ja. So. Blub. Aha.
gehe mal davon aus, dass wir eine Kiste haben. Kann ich eine Kiste auf zwei stellen? Nee, Mist. Nee, kannst du... Ah, warte mal. Ah, warte mal, ich kann doch... Na, ja, doch. Diese Kiste hier. Ah, aber wenn du runtergehst, dann ist... Ja, ich glaube, wir brauchen... Müssen wir das einfrieren? Kannst du den auch drehen? Ja, natürlich. Warte. Duck. Aber das ist gut zu wissen, wenn man die dann... Ah, da oben dieses Ding muss da wahrscheinlich an sein, da oben. Mhm. Und dann kann ich... Aha. Ja, und jetzt? Die Frage. Ich will auch meine Kiste haben. Kann man? Warte mal, ich kann dir auch eine bauen und dann kann man. Kannst du mal da hoch. Ja, das geht ja nicht. Achso. Aber vielleicht. Ah, kannst du. Klink. So. Jetzt kannst du da aber auf die andere Seite. Ah, müssen. Ah, vielleicht müssen wir die Kisten weiter rüberziehen. Du gehst jetzt, genau, so. Und jetzt stürmst du in das Portal wieder rein. Ah, nein. Haha, warte. Du, Achtung, du. Mach mal wieder Magier. Und bau dir eine Kiste, die du da oben gegen drückst. Nur dann verschwindet die andere. Ja, das macht ja nichts. So. Wenn nicht. So, haha. Kann der Magier nicht auch irgendwie so ein Ding machen? Nach unten. Ah, okay. Leider nach unten. Aber du kannst doch die Seite einfrieren, oder? Lass die Kiste mal runterfallen. Jetzt kannst du mit der Kiste kannst ja mal das Ding einsammeln da. Dieses Ding. So, und jetzt oben einfrieren, genau. Und jetzt, warte, jetzt tue ich das hier hoch und jetzt stürm durch. Haha! Das ist natürlich schon praktisch hier so. Und jetzt gucken wir mal. Aha! Oh! Warte mal. Aha! Kaputt. Ups, okay. Ah, cool. Okay. Oh, wir haben ja Verbesserungspunkte, warte mal. Quatsch. Falsche Taste. So. Was haben wir denn?
Was können wir denn machen? Den haben wir schon. Das haben wir schon. Was macht das hier? Schwebende Gegner. Aha. Aber da brauchen wir zwei Punkte. Ah, wir haben zwei Punkte. Ah, nee. Wir haben einen Punkt. Wir haben einen Punkt. Ich glaube, dafür brauchen wir auch zwei Punkte. Ich glaube, ja. Eine Kugel kann man aber auch beschweren. Zwei Objekte, das ist dann sehr praktisch. Oder beschweren? Beschwören. Was beschweren? Ich beschwere mich bei der Kugel. Drei Objekte, cool. Horizontaler Wurf, okay. Und dafür braucht man aber... Ja, braucht man halt viel von diesen Sternen und Zeugs und so weiter. Wie viele Sterne brauchen wir denn da noch? Okay. 350. Ja. Dann halt okay, im Moment dann nix. Halt im Moment nichts. Genau. Mhm. Mhm, ja. Wenn ich genau. Ah, warte. So. Ah, warte. Was ist denn? Ah, ha. Oh, wie komm ich da am besten dran? So. Aha. Du magst ja noch eine Kiste? Ja. Ich hätte sie vielleicht noch ein bisschen weiter weg hingestellt. Hilfe! Ja, aber das hilft schon so draußen, ne? Ja, was mach ich denn? Lahm. Ja, Entschuldigung. Ja, du hast dich auf die Kiste draufgestellt, deswegen... So. Okay, reicht es? Irgendwie doof. Warte. Komm du mal hier rüber. Entschuldigung. Dass du auch nie bei sich mal 10 Sekunden still sitzen kannst. Zumindest für den Moment. Hier drauf. Ah, warte mal. Ich muss dieses Ding... Das ist hier hin müssen wir. Ja, dass das aufgeht. Oh, wieso geht's nicht auf? Ah.
Ah, der Strahl muss da an verschiedenen Sachen vorbei. Okay, dann müssen wir das irgendwie anders machen. So. Jetzt ist der offen. So. Jetzt muss von der anderen Seite noch ein Strahl kommen, ne? Genau. Jetzt müsste ich das so machen. Und du musst jetzt ziehen. So, okay. Interessant. Ich glaube. Erstmal das hier. Ja, kannst. Nein, ich kann das auch. Also, haben. Ja, genau. Oder auch nicht. Schieß mal bitte durch das Portal, damit ich weiß, auf welcher Seite. Okay, das passt dann schon mal. So. So, dann. Ja, genau. Durchs Portal durch. Join. Aha! Nicht, wie ich da rüberkommen soll. Es reicht doch im Lebtag nicht. Ah, doch, natürlich. Oder auch nicht. Okay. So. Das hat aber genau gereicht. So, okay. So. Da oben. Ich hoffe, wir kommen da. Ja, da. Ich würde gerne. Das war ja schon ziemlich gut. Okay, ich glaube, da geht's will nicht. Hilfe! Hilfe! So, ich denke, das muss ich auch so machen. Oh, Entschuldigung. Soll ich deinen Seil kaputt machen? Kannst du so weit rauskommen, dass du das jetzt da oben verbinden kannst? Ah. Okay, das lässt sich. Könnte aber vielleicht gerade so. Warte mal, vielleicht. Ah, nee, geht nicht. Ja, einer muss rübergehen. Ah! ich glaube, das ist jetzt. ja.
Hör mal, ja, warte, jetzt mach du lose. Ich bin doch da. Komm. So. Okay, jetzt müssen wir hier wieder rumspielen. Okay, also hier muss es... irgendwie... Ach, da drüben ist es. Da oben ist auch ein Haken. Das ja. Ist auch geil. Ja. Meinst du, ich soll da die Kisten dran machen? Ja, wenn das geht. Warte. Weil, wofür ist das denn? Nee, dann. Vielleicht, damit du dann da oben rein kannst, um den Dings zu machen. Okay, also warte mal. Hoppala, das ist der falsche. Ich will diesen da. So. Ich bin jetzt gerade überlegen, was passt. Ah, ich wahrscheinlich müssen beide. Ja. Das heißt. Das müsste aber dann das letzte sein, ne? Hä? Okay, Moment. Dieses Ding brauche ich schon mal nicht. Muss ich schon mal aus dem Weg machen. Dann brauche ich schon mal die Kistel. Kistel, so. Nur meine Kistel? Nee, ich brauche keine. Ja. Entschuldigung. Viel Spaß. So, dann brauch das da. Das muss man so hinstellen. So. So, dann brauchen wir dieses Ding. Das muss hier oben sein. Ah! So. Und jetzt. Und jetzt bitte gehst du da oben rein und. So. Aha. Ja? Ah, jetzt ist es offen. Ja, weil ich hier den... Ja, magst du mal gucken, was da oben drin ist? Wenn du da... Oh. Wenn da überhaupt... Wie soll ich denn da hin? Ja, du kannst doch... Kannst du noch mehr Seil geben dir. Ja, und dann? Besser schwingen? Ja, besser schwingen, wenn die Kartons hier... Soll ich die eine Kiste da wegnehmen? Ah, noch ein Hebel. Ah, okay. Ja, dann... Wir müssen da weiter, ja dann. Thank you.
Ich glaube, dann mache ich es kaputt. Also. So, du machst jetzt auch Magier. Du nimmst die andere Kiste und hängst sie da oben dran. Die hier? Ja. So. Und jetzt gehen wir zurück und holen uns einen Brief. Ich wollte den jetzt eigentlich lesen, aber das. Warum hat er das nicht gemacht? Naja, gut. Ich glaube, so ist das kaputt. Okay, wenn du unten reinspringst, kommst du auf der anderen Seite raus. Okay, so. Mann. Ja, super. Was? Super. Ja, okay. Ja, nichts Pech. Beschwör deinen Schatten im Traum? Sprich diesen Zauber und er erobert den Raum. Rufst du ihn zurück, doch folgt er dir nicht? Finde Stärke und Mut und das gleißendste Licht. Aha. Ich habe keine Ahnung, was er will. Oh, da oben. Der anderen Seite auch irgendwas? Okay. Und was symbolisiert dieser Aufzug? Vielleicht, dass wir in die dunkelsten Tiefen seines Bewusstseins eintauchen. Das ist doof. Zum Glück haben wir es hier mit den Albträumen des Prinzen zu tun und nicht mit meinen. Hm? Ich hatte als Kind schreckliche Angst vor einer alten Hexe. Von der kriege ich immer noch Albträume. Hört auf, von euren Träumen zu reden. Das ist gefährlich. Müsste man nach oben ziehen irgendwie, ne? Ja, irgendwie schon. Ah, warte mal. Bitte verbinden Sie die Kiste mit. Danke. Dann machen wir das so. Guck mal, dann fallen Dinge raus. Da geht es nicht weiter. Dann gehen wir hier weiter. Ah. Das war's schon. Er mag es auch runterkommen oder nicht? Nö. Nö. Moment. Ach, wir müssen. Jetzt müssen wir wieder clever sein. Weil das
Nix. Ich. Also, das. Es muss. Ah, okay. Das Portal muss hier hin. So. Außerdem. Ja, ist die Kiste-Dings. So, So, strahle mal Go on. Ah! Ich weiß, was der Fehler ist. Moment. Nein, falsch. Ich will das hier. Hui, 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 hui. Hoppala. So. Und jetzt. Bidi, bidi. Bidi, bidi, bidi. Hä? Ah. Ja, genau. Warte, ich muss das Ding wieder rumdrehen. Warte, ich muss diese andere Kiste aus dem Weg räumen. So. Auf den Magier-Schalter wechseln müssen, damit der die Sterne kriegt. Was passiert? Ah. Ja, dann kommen wir aber nicht runter. Au. Okay. Ja, das war sehr schwer. Ich wollte eigentlich... wechseln. Nein! Schön stehen bleiben. Ja, weil... Einfach, wenn du am Rand stehst, glaube ich, kannst du mit B. Einfach. Das war X. Der war echt gut. So, nein! Ach man, das war ja. Du bist immer so ungeduldig. So. So, und jetzt? Ja, jetzt musst du gucken, dass du da rüber kommst. Ah, warte mal, kann ich mal. So. Ha. Kannst du auf den Magier wechseln? Du kannst das Ding... Ja, Moment. Ja, Moment. Moment. Warte, Entschuldigung. Warte, ich so. Will sagen... So, jetzt, jetzt nicht bewegen, okay? Nee, ich hab den... nicht... Ach so. Wir hätten eine zweite Kiste machen müssen. Ja, du kannst doch. Nein, wenn ich eine jetzt mache, verschwindet die da oben. Komm. Warte. So, die kann jetzt... So. So, so, so. Ah, genau.
So, jetzt. Warte, noch nicht. So. So. Eieiei. Es ist schon knifflig. warte. Du bitte X'en. Dankeschön. Mist. Und dann? Ja, dann kann ich da hoch. Komm, so. Bup. Jetzt kannst du auch los. Tada! Was müssen wir... Also, da unten ist Licht. Okay, und wir müssen alle vier von diesen Dingern... Ich nehme die Treppe hier. Genau. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich glaub, ja, genau, Moment. Ich muss jetzt erst einmal halt. Warte. Diese Dinger müssen. Ich muss jetzt mal gucken, wie man das am dümmsten macht. Ja, warte, weil im Prinzip musst du... Was du, ich lustig finde, ist, was, dass wo du ich da hänge. Ich weiß zwar nicht warum, aber egal. Wahrscheinlich bin ich einmal durch das Portal durchgefallen. Ja, so ähnlich. Ich bin gerade am Dreh hier gerade ein bisschen am Rad, so ein bisschen zumindest. So. Das machen wir als Schlussding. Bin ich jetzt total dämlich. Irgendwie kriege ich gerade... So, also wenn das... Das ist so. Ich müsste im Prinzip das so machen, dass das hier am so läuft. So. So, jetzt musst du... So, Moment. Und... Ach nee, Quatsch. Mach mal anders. So.
Jetzt gehst du mal bitte so weit zurück, dass du da oben reinstrahlst, bitte. So, Moment. Achso, das geht aber auch so nicht. Kannst du auch noch. Warte mal. Ja, ja, ich will gerade mal gucken, wenn ich das jetzt so mache. Ob ich jetzt sozusagen den Strahl von hier hinten. Hoppala. Okay. Ja. Ich glaube es zwar. Ja, genau. Ich hüpfe natürlich gleich mal rein. Ah, warte. Da müssen wir doch schon wieder rumkisten. Kannst du da drauf hüpfen? Mhm. Ja, da, hier auf die Seite. Oh. Damit du da oben hinkommst, weißt? Ah, Mist. Ich wollte eigentlich... Ah, hat nicht gereicht. Entschuldigung. So, kannst du jetzt... Genau. So. Deine Amadeus, komm zu Tante Gretchen. Bei meiner Hose? Was ist das für ein Irrsinn? Das werden wir gleich sehen, ne? Leg die mal da drauf. Okay. Ja, warte, warte, warte. Lass mal. Okay. Entschuldigung, man soll ja nicht fluchen. Ja, wenn ich die jetzt... Boah, gut, okay. Hat funktioniert. Was ist das hier für eine Kiste? Wo steht denn da? Zwei Lichter durch die gelben Kristalle neben den Würfeln, um sie zu einem einzigen stärkeren Strahl zu bündeln. Ah! Ich glaube, ich weiß nicht. So. Joing. Okay. Oh je, Mini. An die Arbeit, du fauler Bengel. Ist das seine Mutter? Wir brauchen ein paar Tränke. Heiz den Kessel an. Oh nein, beim letzten Trankexperiment sind meine Haare weiß geworden. Was, wenn es diesmal schlimmer wird, wenn mir die Haare ganz ausfallen? Oder was anderes abfällt? Die Zehen oder Schlimmeres? Okay, warte.
Ich will dieses Ding. So. Ich brauche beide Strahler. So. Ne? So. Dass das da reinführt. Okay. Bling. Na. Kann ich dieses... Achso, dieses Ding kann ich nicht drehen. Warte. Mach das mal bitte weg. Ja. Das Ding. Leg dieses Ding mal irgendwo anders hin. Nicht da. Einfach nur da weg, so, dass das nicht mit den Strahlen im Moment in Verbindung kommt, okay? Das war alles. Das ist zu weit. Ah, okay. Kannst du dein Ding jetzt so machen? Nein. Einfach das hochnehmen, dieses Ding da, genau. Und dann so drehen, dass du es mit den... Das ist da oben durch den ein Stück hoch. Ah, okay. Ein Stück zurück. Also, ja, genau. So. Ah, ja, passt. Es hatte gepasst. So. Stopp! Jetzt so einfach mal lassen. Puff. Ah. Ah, okay, also wir müssen da durch, weil das... Ich hab doch hier beide Strahlen. Achso. Entschuldigung. Der Dings aber auch zu. So, wenn ich das Ding so schiebe, dann ist der zwar offen, aber wir kommen nicht dran, dass wir beide Strahlen kriegen. Ja, den müssen wir ja dann damit verbinden, dass das dann. Ein starker Strahl wird. Das heißt, wir müssen das da durchführen, so. Ah, dreh den mal gerade. So, genau. Und jetzt runter, so, dass er... Genau. Ich könnte einfach einen Feuerball benutzen. Aber schussel du lieber etwas herum. An die Arbeit! Ja, Tantchen, natürlich. Aber ich will bitte keine Tränke trinken. Trödel nicht herum, du Faulpelz! Bring das Wasser zum Kochen! Natürlich, Tantchen, natürlich. Würde ich das jetzt immer so sagen? Ja, wahrscheinlich. So,
jetzt erstmal wieder hier ein bisschen klarkommen, was wir eigentlich machen müssen. Also dieses Ding muss ich mal hier runter. Nee, das, wir müssen gucken, ob du es damit, dass du, wenn du hier im Kreuz bist, dass das Rote, das Rote muss da angezeigt sein. So, und jetzt, ja, wenn du jetzt runter gehst, aber jetzt, ja, das geht so auch nicht. Okay, dann müssen wir das anders machen. Nein, das ist alles halb so schlimm. Ahaha! So, jetzt. Ich muss mal dieses Ding. Also. Nein. Bin ich dabei? Ja, ich auch. Warum kannst du das jetzt da in das Kreuz machen? Warte, wenn ich versuche, ich es mal. So. Warte. Dieses Ding macht nur nach unten. Dieses Ding. Ich muss mal in den Schacht. So. Wie man dann das da dazu. Ja, aber der. Dann müsstest du es. So, das Rote müsste in die Richtung gehen. Ja, genau. Jetzt muss es dann hochgehen, dann ist es beide Seiten. Genau, so. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir ja nicht durch das Portal kommen. Warte mal. Dieses Ding nicht so haben. Und die Kiste nehme ich mal weg. So. Ja, genau. Dann einfach hier in der Mitte. Haben wir es jetzt bald? Immer noch nicht genug. Anscheinend. Die geht mir irgendwie auf die Nüsse. Aha.
Ja, ja, klar. Dieses Ding ist der, das ist die freie. Die stellen wir jetzt auch mal da rüber. Ich muss jetzt mal. Achso, ich will hier. Dieses Ding. So. Jetzt haben wir mal. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Ding auch brauchen. Nee, ist doch alles in Ordnung. Weil, hast du irgendwie eine Idee? Nein.
ich ja zwei Strahlen haben, die sich ja irgendwie kreuzen. Damit ich dieses Ding da so durchkriegen kann, damit es... Irgendwo haben wir einen Denkfehler drin, bin ich mir sicher. Aber wo? Wie? Wieso? Ja, aber der Deckel ist zu. Warte. Nee. Lass. Du, bleib du mal da oben mit dem Ding. Und ich guck, dass ich jetzt hier unten alles... Nee, ist doch alles in Ordnung. Nee, ich hatte das falsche Ding in der Hand. Müssen wir da irgendwo... Das Ding kann ich ja nicht drehen. Das heißt, das
Nee, nee, ist ja in Ordnung. Spannend ist ja wieder. Nee, bleib du mal raus. Du musst den Hund genau von der Seite das kriegen. Ja, ich kann glauben. Dass der rote Böppel in Richtung Portal zeigt. So. Ja. So. Im Prinzip, also rein theoretisch. Jetzt müssten wir schaffen, dass von oben nochmal ein Strahl kommt. Das kriegen wir ja aber so nicht hin. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken. Das hoffe ich auch, weil das ist echt. Das ist echt bescheuert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns irgendwie ein Spiegel sozusagen fehlt.
lass du mal dein Ding. Also irgendwie... einstellst, dann geht wieder die Hälfte aus. Ja, wenn du das jetzt da vorne sozusagen in das Kreuz reinmachst, weil dann... Also wir müssen gucken, dass wir... Dings. Muss ich das da so ablenken, dass das irgendwie funktioniert?
dich nicht ablenken. Stell du dich mal als Dingsbums auf den. Als Ritter. Kann ich nicht. Achso, wir können. Das ist unser Traum. Achso. Vom Magier. So ein Mist. Na, das ist bestimmt ganz einfach. Ja, ja. Gut, dann lassen wir das Ding wieder fallen hier. Also dieses Ding würde ich jetzt mal so machen. Dann würde ich dieses Ding mal so machen. So. Dann. Sind die beide offen? Den Kreuz machst, dann. Dieses Ding hier auf der Seite, das hier, das kann ja nur da hochstrahlen, wenn es denn den Lichtstrahl von der linken Seite kriegt.
ist nur schnell, ich soll einfach sein. Ja, warte, warte, warte. Im Prinzip. Alles Mögliche mit verschiebt hier. Das ist der Daumen. Ne, ist doch in Ordnung. Hab ich das Gefühl, dass wir entweder irgendwas verpassen oder eine Reflexionskiste zu wenig haben oder irgendwie. Weil ich glaube, unsere eigenen Kisten brauchen wir im Prinzip nicht. Oder nur eine oder sowas. Man müsste das ja im Einzelspielermodus ja auch packen können. Ja, im Prinzip müssten wir das fast so machen, ne? Ich will doch dass man, dass die so schräg steht. Ich will doch einfach nur an diese Scheiße. Da unten. Meine. Wenn ich linker Maus. Und jetzt kannst du dann mit. Im Steuerkreuz, genau, kannst du raussuchen, welches du haben willst. Ja, aber mach das auch nicht. Er will das aber trotzdem, das Ding da unten trotzdem nicht. Jetzt lass mich doch. Jetzt komm ich nicht mehr dran. Ja, weil du jetzt auch umstellst. Also, ja dann. Halte ich da dran fest, die sind jetzt.
Warte mal. Wenn du mir sagst, was ich machen soll. Das weiß ich ja nicht. Ich will ja auf jeden Fall endlich mal fertig sein. Weil mir die Alte echt auf den Sack geht. Ich weiß auch nicht, was ich genau machen will. Ja, ja, eben. Ah, warte, ja, so müsstest du dich jetzt halten. Ja. Und ich müsste gucken, dass ich... den Würfel da umdrehst, oder? Ja, die Sache ist nur die, ich brauche die Seite und die Seite. Weißt? Muss ich irgendwas noch machen? Soll ich noch irgendwie weiter? Kannst du mit der Kiste weiter rübergehen? Und wir benutzen diesen Strahl dafür. So. Mhm. Und jetzt guckst du, ob du deinen Strahl so hinkriegst, dass der da auf dieses andere Ding dann da. Vielleicht auch auf diesen. Nee, ist da. Wenn ich hol die mal in die Mitte, einfach ist ja egal, was jetzt dann gut redet. Hol die mal einfach in die Mitte. Gar nicht so schlecht, wo du eben warst. Da, ja? In der...
bisschen runter. Warte, so wie ich es da oben runter. Also ich will gucken, ob man die. Dieses Ding. Dass die beide sozusagen sind. Aber jetzt haben wir wieder das Problem, dass wenn ich jetzt dieses Ding hier bewege, dass ich hier. Ich krieg halt nicht beide bestrahlt. Ne, ist doch alles halb so schlimm. Ich gehe davon aus, dass. Warte mal. Dass wir irgendwo hier so sein müssen. Heißt? Stück rüber, also nach rechts. Mit welchem? Ja, mit der Dings, dass das wieder da hochstrahlt. Du meinst? Ja, genau, mit der Linse. So. Genau. So, ja.
wieder die... Ja, irgendwie muss es schon gehen, das ist ja klar. Oh, wir sind so blöd. Wieso? Man, das so genauso stehen lassen. So, aber blöd. Hm? Ich war da nicht. Ich hab damit nichts zu tun. Ja, warte mal. Wir müssen die einfach. Was möchtest du denn? Ich möchte die nur übereinander, mehr nicht. Ach so, dann was soll ich dir machen? Okay.
Ich bleib da drin. Dieses Ding kommt hier. Fuck. Selbst wenn du das Ding jetzt da dazwischen irgendwie packst, was nicht geht, ich bin gerade am überlegen, ob man dich... Oh, warte, kann man den jetzt irgendwie umleiten? Aber der Kessel ist noch nicht an. Ja, warte. So, Moment. Ja, jetzt. Deswegen muss ich... Ich will eigentlich... Moment, ich muss... Ich will dieses Ding hier. Du kommst mal her. So. Dieses Ding muss da. Mhm. So, jetzt kann ich dieses Ding. Oh mein Gott. Endlich. Warte mal. Oh jetzt Gott. Ist der Kessel viel zu heiß. Ja, dumm gelaufen. Hättest du nicht so viele Rätsel gestellt, dann wäre halt auch nichts passiert. Ja, eigentlich befürchte ich, dass wir gar keinen. Oh, hab ich mich gerade meinen Ängsten gestellt und bin nun viel stärker geworden? Oh, das hab ich gut gemacht. Nein, haben wir nicht. Wir haben viel zu lange gebraucht. Ich habe aber eher vorgehabt, dass wir halt wie das letzte Mal zu einem Punkt kommen, wo wir dann speichern können. Ah, guck mal. Oder, aber vielleicht ist es ja jetzt hier. Meine Familie hat mir nichts hinterlassen. Weder Adresse noch Brief. Nicht mal eine Karte. Selbst die Katze war wichtiger als ich. Tja, Familien sind manchmal kompliziert. Halt, wo wollt ihr hin? Das weiß ich, wenn ich dort bin. Ist das klug? Besser als in der Astralakademie eingesperrt zu sein. Aber wir sollen euch dorthin zurückbringen. Ha, was stört's euch? Ihr Helden seid doch nur Handlanger der Zauberer. Und mit denen bin ich fertig. Genau wie mit euch dreien. Ja, irgendwie macht er schon so ein bisschen pubertären Eindruck. Der Traum des jungen Selius hatte den Helden einen Einblick in seine Sorgen gegeben. Als der Traum endete, wachten unsere drei am Rande eines Waldes auf, über dem der fahle Mond schien. Sie erspähten einen schmalen Pfad, der unter die dunklen Bäume führte. In der Ferne heulten die Albtraumwölfe. So, so. Gut, dann... Gespeichert. Sehr gut. Der Blick war jetzt gut. Ach, lassen wir Selius laufen. Ist doch sein Leben. Und ist ja nicht so, als ob für uns mehr als ein freundliches Schulterklopfen herausspringen würde. Den Jungen allein lassen? Nachts in einem Wald voller Albträume? Und wenn ein unschuldiger Passant einem dieser Monster begegnet? Tja, dann hat der unschuldige Passant Pech gehabt. Jetzt haben wir viel Zeit an diesem Scheiß-Rätsel-Dingern verdings. Ja. Aber es hat ja jetzt dann zeitlich doch halbwegs hingehauen. Aber ja, es war jetzt, hätten wir auch früher drauf kommen können. Aber manchmal steht man halt einfach auf dem Schlauch. Wie früher drauf kommen können. Ja, schneller.
Du hättest ja auch schon. Also ich hätte schneller mein Hirn einschalten sollen. Ja. Du hast aber auch eins. Aber nicht für so eine Kacke. So eine Kacke. Oh. Okay, okay. Das war richtig unmotivierend. Ja. Weil mir solche Rätsel einfach nicht liegen. Ja, aber das gehört nun mal dazu. Ja, ich weiß. Leider haben wir halt nicht 27 Zuschauer mehr oder sowas, die vielleicht dann hätten sagen, ah, mach das doch so und so oder so und so. Biegt links ab. Nein, gut. Dann ist mal zumindest für heute hier Schluss. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Egal, ob auf Twitch oder auf YouTube. Bleiben Sie mal da. Das sieht schön aus. Ja. Edge. Flup. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Was wahrscheinlich morgen sein wird. Und bis dahin sagen wir, habt Spaß und tschüss.